Herzlich willkommen auf dem Kanal Corvus Laborat. Wie ich bereits im Wort am Mittwoch Nummer 64 gesagt habe, benötige ich für dieses hübsche Teil ein Kistchen. Und das bauen wir heute. Und dann noch ein Bauteil, was ich nicht habe, was sich allerdings zurzeit noch in der Amazon-Wunschliste befindet. Übrigens vielen Dank für die Leute, die bisher mir ein Geschenk haben zukommen lassen. So, fangen wir mal an mit der Bauerei und herzlich willkommen beim Bastel Talk. Schaue ich zunächst mal in meiner Restekiste da unten nach, was ich überhaupt an Material zur Verfügung habe. Die großen Platten werde ich natürlich nicht zerschneiden, die brauche ich ja für meine Crafter. Also ich finde mal, da sammelt sich so ein ganzer Haufen Unsinn an. Ich habe den ganzen MDF-Kram jetzt mal wieder weggeräumt und werde mich mal mit dem Holz beschäftigen, wenn es auch nur Sperrholz ist. Ich denke, das sollte mal für ein Aufbewahrungskästchen reichen. Schauen wir mal, wie es im Endeffekt aussieht. Und das hier, das tun wir jetzt erstmal weg, weil das brauchen wir für ein anderes Projekt. Das kommt noch. Jetzt bastel ich ein wenig mal an dem Layout herum. Darf ja nicht zu sperrig sein nachher. Es sollte ja immer noch handelbar sein, nicht wahr? Also das muss da alles rein, das Ladekabel, ein offener, ein geschlossener Anschluss und ein 50 Ohm Widerstand, der Bedienpen. Das Gerät selber, die vier Adapter waren nicht bei der ursprünglichen Lieferung dabei und darum passt das auch nicht mehr in dieses Kistchen. Dann diese beiden Kabelbrücken. Manchmal sollte man sich von dem Moment inspirieren lassen. Ich habe mir hier noch ein dickeres Brett rausgesucht. Da wollte ich mit einem Forstnerbohrer mal so Löcher reinmachen, versuchsweise. Ja. Weil die brauchen ja irgendwie eine Halterung, dass sie nicht durch die Gegend rollen. Und wie ich da den Forstnerbohrer nehmen will, kommt mir doch eine Idee. Was nämlich den Vorteil hat, dass ich sie nach oben hinten dann abdämmen kann, ohne dass sie rausfallen. Und bei Bedarf die Leiste nach oben, dann kann ich die entnehmen. Ich glaube, den Gedankengang verfolge ich mal weiter. Der erste ist dann schon mal versenkt. 20 mm Forstnerbohrer. Und es hält sogar. Das machen wir direkt nochmal. Das war so schön. Jetzt haben wir schon zwei. Hält nicht wirklich ganz fest. Und jetzt, liebe Freunde, brauche ich ein 16 mm Loch, beziehungsweise zwei 16 mm Löcher. Ich habe aber keinen 16 mm Forstnerbohrer. Ich glaube, ich probiere das mal mit zwei 8 mm. Weil 8 und 8 ist 16, ne? Scherz am Rande.
Ich habe mal einen 15mm Forstelbohrer genommen. Wenn man mir viel Mühe gibt, dann kann ich die jetzt hier reinschrauben. Ich probiere es mal mit der Schleifwalze, das ein wenig aufzuweiten. Und wenn man dann ein wenig Geduld mitbringt, funktioniert auch das. So, das hätten wir schon mal. Machen wir weiter. Die erste Baugruppe steht nun mal. Und jetzt gilt es, dieses kleine Stiftlein, was zur Bedienung des Gerätes äußerst hilfreich ist, wenn auch nicht dringend erforderlich. Man kann auch mit seinen dicken Fingern versuchen, diese kleinen Felder zu treffen. Also, das muss untergebracht werden. Und dann diese zur Kalibrierung erforderlichen winzig kleinen Teile, die dann nicht so versenkt werden können wie das hier, weil dann kriege ich die nicht mehr raus. Da muss mir noch was einfallen. Ich glaube, die Ideenkiste boomt. In dem Holz, was hier jetzt fehlt, also das hier, mache ich mir mit einem Forsterbohrer 25er mal ein Loch rein. Ich habe nämlich noch Restbestände. Ist doch immer toll, wenn man nichts, absolut gar nichts wegwirft. Also, Loch bohren. Ist aber schön, wenn man ankörnt und dann der Forsterbohrer nicht dahin fährt, wo er hin soll. Ich sollte mir langsam mal angewöhnen, bei jeglichen Bohrarbeiten meine Brille aufzuziehen. Dann sehe ich nämlich, dass er nicht den Punkt trifft, den er soll. Ja. Also, da kommen die jetzt rein. Und wie ihr seht, man kann sie da auch entnehmen. Und damit die da nicht abhauen, ich habe vor vielen tausend Jahren, also fast in meiner Jugend, mal so ein Werbegeschenk bekommen. Von einem namhaften Autohersteller. Ihr seht, das Logo sieht schon ein bisschen anders aus, wie in der heutigen Zeit. Und das hat einen Glasdeckel. Und der passt nicht ganz. Schleifwalze. Und die hat dann ihre Arbeit verrichtet. Und jetzt passt der Deckel mit dem Plastikglas da. Nix Spielzeug da rein. Aber mir fallen die kleinen Messgeräte nicht mehr heraus. Nicht wahr? Also, jetzt kommt da unten nachher noch ein Filz rein und dann passiert gar nichts mehr. Und jetzt muss das hier noch irgendwie da rein. Könnte funktionieren. Da ist er wieder mit seinen Hölzern, da bohre ich mir jetzt ein 15mm Loch rein. Und das Loch ist dann auch richtig schön tief, dass man da den Finger reinstecken kann. Nicht, was ihr denkt. Und entlang der Mittellinie, die ich euch da eben gezeigt habe, fräse ich jetzt unter Zuhilfenahme einer Oberfräse mit einem 6mm Fräser ein 7mm tiefes, na, Furche, reine Furche.
Den Hut. Loch. Darf ich jetzt? Danke. Fällt euch sonst noch ein Wort ein? Schlitz. Beim nächsten Mal gehe ich nicht direkt auf 7 mm Tiefe. Ich hätte es wissen müssen. So, jetzt habe ich sowas. Und wenn ich jetzt da den Stift einlege, dann ist er so ziemlich drin. Und wenn ich da, wo ich den Finger reinstecken kann, drauf drücke, dann kann ich den entnehmen. Was haben wir jetzt? Ein Halter für die Adapter. Meine Kalibriereinheiten und den Stift. Ein bisschen Streichhölzer ohne Deckel. Jetzt müssen wir das Kabel noch irgendwie verstauen. Und zwar so, dass, also das, was Kabel im Allgemeinen machen möchten, das werden wir verhindern wollen. Ein solches Rähmchen ist jetzt entstanden. Und das teile ich mir jetzt mal in zwei Hälften. Und die sehen dann so aus. Und jetzt kann ich das Ganze so arrangieren, wie ich das jetzt mal für nötig halte. Schauen wir mal. Mittlerweile ist dann ein solches Gebilde entstanden. Ich habe da ziemlich viel hin und her geschoben, gemacht, probiert. Also soweit sind wir jetzt mal. Da kommt dann nachher dieses Kabel jetzt viel drauf. In weiser Voraussicht, dass ich da noch etwas mehr Zubehör zukaufen werde. So, und jetzt werden wir das Ganze mal vorsichtig umranden. Nachdem jetzt das Grundkonzept steht, ich soweit mal erstmal zufrieden bin, mache ich mir mal einen ernsthaften Gedanken um den weiteren Werdegang. Das beinhaltet logischerweise ein Gehäuse und ich überlege mal, was man da sonst noch Sinnvolles in diese Kiste mit einbauen kann. Ich habe da, wie immer, so meine Ideen und von daher verabschiede ich mich mal von euch für diese Folge. Sag mal, winke, winke, euer Corvus Laborat, habt eine schöne Zeit, bleibt mir alle gesund, bis die Tage und tschüss. Und ich gehe mal denken.